Ahoi, ihr Landratten! Willkommen zum Finale von The Curse of Monkey Island oder Monkey Island 3, Eike. Und erst reden wir jetzt mal mit Wally hier. Nein, verdammt, zu knapp. Ah. Oh nein, es ist LeChuck. Hi, Streetfoot. Ich bin es, dein schlimmster Albtraum. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du es noch bereuen, einen Fuß auf Monkey Island gesetzt zu haben. Okay, was haben wir denn eigentlich hier? Was wir noch brauchen? Guybrush, Zombie-Lefuck, hier ist noch Wally. Ich glaube, hier gibt es nichts weiter, was man nehmen könnte. Oh, oh. Oh, Mist. Autsch! Ein heißes Tänzchen. Gut, hier müssen wir später nochmal hin, aber können wir uns das mal ansehen. Warum eigentlich Eis? Was hat das mit Monkey Island zu tun? Ich kann mich an keine Eisszenarien erinnern in dem vorigen Teil. Ein Schneeaffe. Ein Piratenschneeaffe. Es ist der schlimmste Albtraum eines jeden Seemanns. Der riesige Yeti. Ja, gut, wenn der Seemann wahrscheinlich eher in den nördlichen Hemisphären herumschippert vielleicht. Aber okay, nicht hinterfragen, denn es ist die Monkey Island Welt. Können wir hier noch raus? Ich glaube, hier können wir nicht weitermachen. Dafür brauchen wir noch bestimmte Gegenstände, die wir sammeln können in diesen ganzen Dioramen, die wir durchgehen können. Aber erstmal warten wir wieder ab, bis... LeChuck? Ich glaube, LeChuck wird wahrscheinlich als erster auftauchen. Oh, Eike? Nein, doch nicht. Gut. Schnell mitnehmen. Gut, nehmen wir erst mit, was wir brauchen. Nicht angucken, nehmen, du Trottel. So, sonst noch was? Hermann Toothrot. Das ist ein mechanischer Hermann Toothrot. Da ist er wieder. LeChuck ist wieder da. Ich werde dich durch diese Achterbahn verfolgen, bis du mein untoter Sklave bist, Streetfoot. Das wird nicht passieren, denn schließlich müssen wir noch den nächsten Teil abwarten und den übernächsten. Verdammt. Autsch! Autsch! Au. Jetzt sollen wir mal schnell einen nicht angucken, sonst ja, ja, das dauert Sorge. Zu lange. Naja, mal schnell, noch letzte Rotation. Dem. Nehmen wir den Grogbecher. Den Grogbecher können wir nicht mitnehmen, den brauchen wir. Wir brauchen nur das Fass mit Rum. Es ist ein ziemlich großes Rumfass. Denn wie wir wissen, ist Rum in der Welt von Monkey Island ja mehr als einfach nur Rum. Alleine wäre dieses Seil eine lausige Zündschnur. Alleine wäre dieses Seil eine lausige Zündschnur. Das große Seil. Wir müssen es tränken. Mit irgendwas Brennbarem, aber was war's? Was können wir denn noch mitnehmen? LeChuck? Ja, das ist ja leider ein klassisches Point-and-Click. Lass dich mit auf die Leertaste hauen und dann wird der Hotspot angezeigt. Ich glaube, du musst einfach das große Seil mitnehmen. Oder du trinkst es dann mit der grünen Flüssigkeit. Nee, die grüne Flüssigkeit ist nicht das Versehenfall. Okay, dann red mal mit dem Blödi. Mit den armen Blödi. Es ist ein Dynamo Aff Electric Wally. Igitt, er sieht so lebensecht aus. Hey, warte mal, das ist ja wirklich Wally. Oh, das ist irgendwie gemein, oder? Du kannst auf mich zählen, Wally. Sobald ich LeChuck besiegt, Elaine gerettet und alle Affen freigelassen habe und auf dem Freibeuterkarussell gefahren bin, komme ich wieder und befreie dich. Genau dieser Reihenfolge, wir brauchen die Flatsch mit Öl. Und weg. Genau, das Öl brauchen wir, um zu trennen. Ach, verdammt. Ich habe den Wagen verpasst. Oh, jetzt kommt bestimmt gleich wieder Mr. Flammbart. Es ist sehr lebensecht. Ich meine, todesecht. Ich muss eigentlich gestehen, dass mir der Zombie-LeChuck am besten gefallen hat. Mist, da kommt er. Hi. Und ich werde dich verfolgen, solange es nötig ist, aus dir einen Untoten zu machen. Natürlich. Kommt vielleicht noch ein Wagen vorbei, damit wir uns hier die Nummer mit den heißen Füßen ersparen können? Nein. Ah. Eine Achterbahnfahrt im Sarg, das würde... Okay, hier kannst du das, glaube ich, in Ruhe zusammenbauen. Genau. Ah, es war zu geklebt. Das würde wahrscheinlich Tim Burton gefallen. So. Okay, da müsste noch die zwei Stationen und dann hatten wir eigentlich alles zusammen. Das Seil, wo der Typ dranhängt, können wir ja nicht gebrauchen. Da hängt er ja schließlich mit dran. Und wir haben schließlich dies, mit dem wir das lösen könnten. Und falls ich sage, ja, Captain Marley... Oh, das tut einem leid. Ja, Captain Marley ist der Vater von Elaine, der damals die Monkey Island Schatz gefunden hatte. Trotzdem ist Elaine scheiße. Ja, ich weiß, die Charakter nicht. Aber im nächsten Monkey Island Teil wird sie auch, glaube ich, nicht besser, oder?
Okay, bauen wir es erstmal. Bauen wir mal schätzen. Da, es ist mit Öl vollgesaugt und wahrscheinlich leicht entflammbar. Es ist ein Stück Seil, das in Öl getränkt wurde. Das wurde mich eigentlich. Guck das doch nicht immer an. Ich glaube, die Tofu-Maske konnte man auch noch mit den Schneehörnchen kombinieren. Einfach so, wenn man es kann. Naja, das müsst ihr dann selbst machen, wenn ihr das Spiel kennt. Okay, also bauen wir jetzt mal ein kleines Bämmchen. Cool. Cool. Es ist ein ziemlich großes Rumpfass mit einem ölgetränkten Stück Seil. Achtung, Eike, halt dich fest. Nehmt euch schon mal Popcorn. Oder, was denn gibt's noch? Etwas Piratenmäßiges. Ein Grog. Genau, aber nicht den, der aus Monkey Island. Denn der als einer Hauptbestandteil von Grog aus Monkey Island ist ja schließlich auch bekannterweise Batteriesäure. Ich glaube, das ist nicht sehr gesund. So, dann warten wir mal ab. Das wären dann über 60 Folgen von Monkey Island gewesen, Eike. Wahrscheinlich 90% nur gequatscht hast. Also das haben wir in den letzten Folgen auch, Eike. Also den Schuh musst du auch anziehen. Nein, aber nur weil du es einfach machst, weil du es zulässt. Hätte ich denn machen sollen? Eike, halt still! Du gibst nicht so leicht auf, was? Ich werde niemals aufgeben. Und ich habe die ganze Ewigkeit, dir nachzujagen. Aber wir haben gerade nicht die Ewigkeit Zeit. Verdammt. Autsch! Hä? Au. Ach so, ja, wir haben was vergessen, Eike. Eine wichtige Zutat, um ihn dazu zu bringen, seinen Flammenstrahl in eine andere Richtung zu lenken. Toll. Ach komm, Eike, magst du einfach keine Achterbahnfahrt? Das ist langweilig. Ach komm, übertreibt man nicht. So schlimm ist es auch wieder nicht. Es wäre natürlich hübscher, wenn das Ganze noch ein bisschen höhere Auflösung hat, aber es ist eine emulierte Version und keine HD-Neuauflage wie bei Day of the Tentacle. Aber das habe ich ja schon in den ersten zwei Folgen gesagt. Ist ja auch nicht schwer zu erkennen. Wenn man sich die Linien um Guybrush zum Beispiel ansieht. Okay, nicht jetzt mal schnell die Zielscheibe. Okay, nein, keine Zielscheibe. Wir müssen etwas benutzen, was wir schon bei Secret of Evermore benutzt haben, als eine der Zutaten. Weißt du es noch? Pfeffer. Genau. Also ja, warten wir. Klick auch auf die Pfeffermühle. Nein, nein, das müssen wir erst, wenn wir da stehen. Wenn er vor uns steht. Wenn er wieder seinen diabolischen Monolog losgelassen hat. Diabolischen. Diabolischen. Hör bitte auf. Ich werde nicht aufhören, bis du dich mir und meiner zukünftigen als unser untoter Portier anschließt. Na ja, da habe ich aber was gegen. Hier, schluck das. Nee, riech das. Mein Gott, so ein Fässchen rum, das ist ganz schön. Heftig. Unacceptable. Unacceptable. Oh. Wäre das ein Rennen Stimpy-Cartoon, würden sie verbrennen, wenn sie in der Sonne, sobald sie die Sonne, zu sehr in der Sonne, nah an der Sonne gesandt sind. Wo ist der Typ, der am Seil gehangen hat? Wolli, den haben wir vergessen. Lauf, Sterblicher! Aber vergiss nicht deinen Erzrache, Gott Murray. Merke dir meine Worte. Ich werde zurückkehren, um dich zu verfolgen. Hörst du mich? Ich werde zurückkehren! Das Ende. Das ist so unfair. Ja, das ist es. Ja, und das war The Curse of Monkey Island. Oder auch Monkey Island 3, je nachdem. Oh, Murray Pratt, wer ist der Sprecher von Guybrush? Das muss ich merken. Der war, glaube ich, relativ bekannt. Spricht heute immer noch. Ja, Eike, das war jetzt Monkey Island, obwohl du hast nicht viel davon gesehen, nicht wahr? Gary Coleman. Ja, im Englischen. Aber ich meine natürlich, im Deutschen sind es natürlich andere. Obwohl, ach, das sind die englischen Sprecher. Ah, okay. Ach, die haben den Abspann nicht übersetzt. Also sie haben zwar die Namen übersetzt, die Rollen übersetzt, aber nicht die Namen der deutschen Sprecher eingesetzt. Placido Domingo. Oh ja, mit der Haut. Bläh.
Aber ich kann ja leider nicht viel überreden, was in dem Spiel passiert ist mit dir, Eike, weil du hast ja nicht viel davon gesehen, oder? Du kennst oder hast das Spiel auch nicht gespielt, ne? Mm-mm. Ja. 1997, das Monkey Island, wo die meisten Leute einen Kulturschock bekommen haben, wahrscheinlich, als sie es erstmal gespielt haben, ne? Wegen dieser Cartoon-Optik. Und weil es halt ein bisschen, naja, wie sagt man, schräg ist von der Perspektive und allen, ne? Und Guybrush nicht sein Bärtchen hatte, wie aus Monkey Island 2, nicht wahr? Ich glaube, das haben die meisten gemocht bei Monkey Island 2, dass er nicht nur diese komische, naja, das ist nicht nur diese dicke blaue Kapitänsjacke, sondern auch dieses Bärtchen und den Zopf und das Bärtchen gehabt hat, ne? Der nicht richtig wächst. Brennergöttinnen. Hä? Brenner... Ach so, Brennergöttinnen. Ich glaube, damit soll wohl gemeint sein, die Leute, die für die CD gebrannt haben. Erinnert euch noch daran, damals, als man auch CDs gebrannt hat, ne, Eike? Physische Schiffsmodellkonstruktion? Ja. Da hast du ja damals auch viel mit Geld verdient. Ich war, Eike, mit gebrannten CDs, ne? Von... Nein. Was nicht? Nein. Nee, nicht. Nein. Psst. Nein, hab ich nicht. Nee, stimmt. Das habe ich verstanden. Das haben damals, was damals ja so in gewesen, in den 90ern, dass man da sagte, oh, ich hab hier einen CD-Brenner, ne? Damals bei uns in der Schule. Ich hab einen CD-Brenner, ich kann ja Spiel brennen. Ja. Das war ja damals so ein großes Innen, da es 97 losging. Ja. Und wenn ihr das in der Screenspan gelesen habt, oh, der neueste Brenner. Oh, MP3-Player mit fast 512 Megabyte. Wow, kostet nur wie viel, Eike? Eine Menge. Eike, lass uns mal ein bisschen schwufen. Schwellen. Schwellen? In Erinnerungen. Ich erinnere mich an nichts. Und damit können wir das hier schon beenden, diesen Abspann. Eike, du könntest noch ein bisschen mehr erzählen. Was findest du mit Monkey Island? Ich habe bei meinem Cousin in der Schublade Monkey Island 1 und 2 als Disketten gefunden und ich fand es unheimlich. Weil Disketten gruselig sind, oder was? Aber da das Spießer sind, meine liebe Tante, neben meinem Vater, ihrem Bruder, noch als einziges Kinder bekommen hat, die anderen drei Geschwister haben keine Kinder bekommen. Sein Bruder ist ein verkackter Spießer, der drei Prozesse gegen den Staat führt. Die Tante ist, seine kleine Schwester ist eine doofe Ziege, die, wie heißt es, auf Exzentriker macht, mit einem General verheiratet ist. Und die andere Schwester, die kenne ich nicht, die ist gestorben. War aber ein Messi und hat sich um meine Großmutter gekümmert. Ja, und da habe ich Monkey Island das erste Mal gesehen. Bei der Tante. Eike, du bist ein wahrer Sonnenschein. Ja, ich glaube, du hast jetzt gerade ein bisschen die Stimme gedrückt, aber du musst es so sehen. Ja, bei mir war es anders. Ich habe Monkey Island, glaube ich, das erste Mal gesehen bei meiner Cousine. Die hatte aber den Vorteil gehabt, dass sie eben, zumindest damals noch, Einzelkind gewesen ist. Deswegen hatte sie wahrscheinlich auch ein Amiga und ein Mega Drive und dann auch ein Saturn. Obwohl, vielleicht hat sie ja auch noch ein bisschen Geld verdient. Ich weiß das nicht so genau. Vielleicht. Da ist Ron Gilbert. Dem habe ich schon mal gehört. Ja, das ist der bei... bei Monkey Island 1 und 2 mitgemacht hat, aber bei Monkey Island 3 ausgestiegen ist. Warum auch immer. Deswegen dann wahrscheinlich auch einige Hardcore-Fans von Monkey Island wahrscheinlich so sagen, nee, das ist kein richtiges Monkey Island, da war der nicht mit dabei. Da muss es also gut... Ja, und Trumpy Ede findet Secret of Evermore scheiße. Ede, du bist ein Idiot. Fertig. Aber dafür wird der Monkey Island 3 gut. Ja. Ja. Wow, er findet den Mainstream gut, ist ja... Vielen Dank für den vielen Kaffee und die unglaublichen Leitungen aller Sprecher zum Perfekt zu buchen. Da sind jetzt die deutschen Stimmen, Eike. Aber ich weiß nicht, welcher wer ist. Kennen wir da vielleicht jemanden? Ich glaube, so sehr sind wir in den deutschen... Synchronsprecher. Kenn ich. Ach, du tust jetzt kenn noch. Kenn ich. Tadeus Zech ist Kunde bei uns. So. Kannst du natürlich an George Lucas, weil der LucasArts erfunden hat. Und seine künstlerische Integrität verkauft hat, als er Star Wars verkauft. Und, ja, genau. Brett Barrett. Eine Erinnerung. Aber sicher, Sohn. Aber weißt du, es wird erzählt, dass der Mann, der ihn gebaut hat, hier begraben ist. Und man sagt, dass sein gefrorener Körper noch heute irgendwo in den Tunnels unter dem Vergnügungspark liegt.
The End. Ne? Ja, ist das? The End. Fragezeichen. Dam, dam, dam. Gut. Die Übertragung ist einfach. Ja, ich weiß, das Spiel hat sich einfach jetzt aufgehört, aber die Aufnahme läuft noch als Schwarzbild jetzt. Okay, gut, Leute, dann danke fürs Zusehen für, warte mal, 49, 61, 62, nee, 63, 64, 3, ach, ja, ihr wisst schon, es steht drin, Folgen Monkey Island 3 in der GOG-Version. Wir folgen uns von vielen anderen Let's Plays. Genau. Yeah. In der emulierten GOG-Version, deswegen euch nicht beschweren wird wegen der Grafik. Bäh. Da müsst ihr dann HD-Neuauflage abwarten. Von wahrscheinlich denselben Leuten, die auch Day of the Tentacle oder Full Throttle oder war nicht auch, ja stimmt, Grimm Verdenken gemacht haben. Also Double Fine. Ne? War möglich. Ja. Okay. Gut, Leute. Vielen Dank also fürs Zusehen und schreibt doch mal vielleicht mal, welche Gedanken ihr mit Monkey Island verbindet, beziehungsweise die ersten Kontakte von damals. Vielleicht können wir ein bisschen schwelgen, ein bisschen schauen, was man da so hatte in der Zeit. Nicht wahr? Leute stehen auf. Ja, es stehen auf Nostalgie, nicht Weike? Die Leute stehen auf altes Zeug, weil sie es kennen. Genau, und haben Angst vor Neues. Naja, nicht immer, aber es ist wie, als wenn man seine Füße in eine alte Decke steckt. Nee, Quatsch, in Pantoffeln, die man mag, nicht wahr? Ja. Oder sowas. Sie stinken, sie sind verschwitzt, siffig, aber man weiß genau, man hat sie schon mal angeguckt. Genau, so genauso ist Monkey Island 3. Schwitzig und versiffig, aber auch immer wieder gut. Aber trotzdem gut. Naja, das kann fast eher auf die nächsten Teile, der da kommt in 3D, der nicht so gut angekommen ist. Aber wo ich da jetzt ein Video gesehen habe, wo gesagt wurde, ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber na. Ja, hätten sie das Monkey Comeback nicht rausgenommen, nicht wahr? Den Ersatz für die. Monkey Combat! Hätten sie das mal rausgenommen als Ersatz für die Beleidigungsduelle, weil sie dachten, ey, machen wir mal was Neues. Wenn wir schon 3D machen, müssen wir auch das rausnehmen. Und machen dafür einen Kampf gegen Affen, wo man irgendwelche. Wie heißt das? PASD, nee. Rauf, runter, nachmachen muss von dem Affen. Und im schlimmsten und meisten Fall kommt immer das Falsche bei raus, was ich gehört habe, gesehen habe in diesem Video. Du kannst es trotzdem immer vergrenzen, auch wenn du richtig machst, die richtigen Symbole triffst. Naja. Aber dafür soll die Telltale-Version, die ich auch habe, ne? Wie war es nochmal, Eike? Ne? Tales of, ne? Episode 1 bis 5, wieder besser sein, ne? Hab ich sogar die erste Episode gespielt. Und? Ist. Ja. Es ist ja. Aber das sehen wir ja dann, ne? Können wir ja dann nochmal spielen. Also, wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Projekt und was bleibt noch zu sagen? Es ist ein T-Shirt! Es ist ein T-Shirt! Nein, das ist Monkey Island 2 gewesen. Also Leute, bis hinter dann. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Verdammt! Das hätte ich wissen müssen. Okay, also Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Also bis dann. Ciao. Ahoi. Nein, Quatsch, das sag mal als Begrüßung. Also bis dann. Ciao.